Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und heute gibt es ein kleines FIFA 19 News-Video, my friends. Was heißt klein? Es ist eigentlich ein großes Video, weil es eine ganz, ganz große Neuerung gibt. Gestern kam nämlich die News zu dem FIFA 19 Competitive Mode, zu E-Sports. Wie qualifiziert man sich für die ganzen Food Champions Cups? Wie qualifiziert man sich für die Weltmeisterschaft? Und ich kann euch eins sagen, Leute, ich bin begeistert. Und warum ich begeistert bin, das werde ich euch jetzt in dieser News hier zeigen. Ich werde das Schritt für Schritt mit euch durchgehen und euch erklären, was genau es damit auf sich hat und was meine Meinung dazu ist. Das ist der Hammer, Leute. Aber natürlich, bevor wir darauf eingehen, checkt bitte erstmal meinen Instagram-Account ab in der Beschreibung. Ja, da bin ich sehr, sehr aktiv, bewerbe es aktiv. Und ja, schaut einfach mal vorbei, falls ihr irgendwas wissen wollt, private Nachrichten. Schreibt mir einfach. Und ja, das hätten wir jetzt mal abgehakt und können jetzt direkt auf diese News hier losgehen. So, was hat sich geändert, Leute? Ihr wisst ja, dass in den letzten zwei Jahren die Hauptqualifikationsmöglichkeit für Champions war, ne? Es gab immer Quali-Monate, November und Januar zum Beispiel, und man musste sich da durch bestimmte Siege für die Food Champions Cups qualifizieren, und dort hatte man eben dann die Möglichkeit, sich für die Playoffs zu qualifizieren. So, das war eben das, ne? Es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, sich für die Playoffs bzw. für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und das steht alles hier in dieser News drinnen, Leute, und ich will das einmal Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Aber erstmal direkt, was ist mit der Weekend League? Ist die jetzt komplett weg? Nein. Die zählt immer noch dazu als primäre Qualifikationsmöglichkeit, und ich werde das hier auf jeden Fall mal verlinken, diesen Text, den könnt ihr euch danach nochmal extra durchlesen, packe ich unten in die Beschreibung. Hier oben steht erstmal Previously in Competitive FIFA, das ist das, was ich jetzt erklärt habe, wie man sich qualifizieren konnte ungefähr. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig, jetzt ist hier How to Compete. So, hier ganz wichtig ist auf jeden Fall erstmal, Weekend League ist immer noch relevant. Ja? Ihr müsst euch hier registrieren bei foodchampions.com bis 31. Oktober. Das ist ganz wichtig, Leute. Deswegen packe ich das auch unten rein. Hier müsst ihr draufklicken, dann geht ihr dahin, registriert euch, damit ihr auswählbar seid quasi für die Quali und so weiter. So, dann ist der nächste Schritt. In Food Champions muss man 27 Siege oder mehr holen, um ein Food Champions Verified Competitor zu werden. Ja? Dass man quasi ein offizieller Competitor wird, um an den Online- bzw. später Offline-Turnieren teilnehmen zu dürfen. Das dürfen nur Leute, die 27 plus Siege, die Elite 1 geholt haben. Ja, das ist also immer noch sehr relevant. Das heißt, da, ich glaub, was ich aber hier rausgelesen habe, ist, man muss nur einmal 27 Siege holen und dann ist man ein Verified Competitor. Dann muss man nicht mehr. Hier steht es nämlich: Once a player achieved Verified Status, they don't have to worry about winning a specific amount of games in the Weekend League again for the rest of the season. Das heißt, man muss einmal nur 27 Siege holen. Wenn ich das trotzdem falsch verstanden habe, könnt ihr mich da korrigieren, aber ich meine, dass ich es so gelesen habe. Was, finde ich, nice ist. Man spielt aber dann trotzdem weiter, weil dieses Jahr geht es über Punkte. Man sammelt über die komplette Saison Punkte, wo man dann, also quasi schaut, am Schluss gibt es eine Rangliste, und wer die meisten Punkte hat, der qualifiziert sich für die Playoffs bzw. dann für die Weltmeisterschaft. Die Top 64 oder bzw. die Top 60 sind es hier, Xbox und PS4 qualifizieren sich für die Playoffs und die Top 16 für die Weltmeisterschaft. Und ihr seht, aufgrund der Punkte hier gibt es eine Aufteilung, was für Turniere es gibt und wie viele Punkte man gewinnt. Und die Weekend League selbst zu spielen ist natürlich trotzdem relevant, aber sie ist nur ein ganz, ganz kleiner Faktor. Und das finde ich halt so super. Die Weekend League hier, seht ihr, man bekommt Punkte, wenn man 20 plus Siege holt. 20 Siege bekommt man 3 Punkte pro Weekend League, 21 4 und so weiter. Bei 27 plus Siegen 10 Punkte pro Weekend League. Das bedeutet, man kann maximal 40 Punkte holen im Monat, und auf 7 Monate gestreckt sind das 280 Punkte, die man über die Weekend League holen kann. Das heißt, trotzdem sollte man spielen, weil diese Punkte können dann alles ausmachen am Schluss in der Tabelle. Also Weekend League spielen ist trotzdem wichtig. Es gibt dann andere Turniere, über die man sich qualifizieren kann, durch halt eben erstmal durch gute Leistungen in der Weekend League, weil man 27 plus Siege holt. Dann gibt es diese Licensed Qualifying Events, die sind online. Es gibt Online-Events, wo dann die besten 27 plus Spieler, eben Profispieler vor allem, dann auch gegeneinander spielen, ja, in einem Online-Turnier, das auf Skill basiert. Das heißt, dann hat man so entweder im Swiss Cup Modus, das steht dann hier ungefähr, Head-to-Head Qualifying Competitions, ja, und da steht hier dann, these tournaments will utilize a combination of Swiss and single elimination formats. Das bedeutet, dass man dann wahrscheinlich mit Hin- und Rückspiel gegeneinander spielt und man dann irgendwann dann eben ausscheidet, und die Leute, je weiter man kommt, desto mehr Punkte bekommt man. Dann sieht das hier zum Beispiel, hier bekommen die Top, also
bei den Turnieren 33 plus bekommen 40 Punkte und die Top 32 bekommen 80 Punkte, 9 bis 16 110 Punkte, 5 bis 850 und der erste Platz bekommt 850 Punkte pro Qualifying Event. Das ist online, soweit ich das hier so verstehe, ja. Und dadurch kann man sich dann eben auch für die Food Champions Cups qualifizieren und da bekommt man dann nochmal weit mehr Punkte. Ihr seht hier als Vergleich, der erste Platz bekommt 1500 Punkte bei den Food Champions Cups. Das war letztes Jahr Barcelona, Barcelona, dann war Manchester und so weiter, ne? Und 9. bis 16. Platz 275 Punkte und so weiter. Und insgesamt, anhand von den Punkten, werden dann später die Top 60 ausgerechnet. Ja, climb the leaderboard. Ja, ihr seht hier Earn Points, so sammelt ihr die Punkte. Und ihr klettert quasi das Ranking hoch und die Top 60 qualifizieren sich für die Playoffs, wo es dann nochmal fette Punkte zu gewinnen gibt für die Weltmeisterschaft. Und bei den Playoffs werden auch nur Punkte gewonnen. Es ist keine Quali, wo du einen Slot gewinnst durch Weitkommen, sondern du gewinnst wieder nur Punkte. Aber dafür viele Punkte. Ja, ihr seht hier 1800 für den ersten, für den zweiten 1080, dritter und vierter 720. Und dadurch, danach gibt es die finale Rangliste und die Top 16 von PS4 und Xbox qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Und ich finde das überragend, Leute, weil das endlich mal wieder ein geiles, kompetitives System ist, wo du nicht drauf aus bist, dass du einfach jedes Mal, dass es 4 Wochen in der Weekend League gibt und dann musst du alles geben und wenn du da mal verkackst oder du verkackst eine Woche, weil es mal nicht gut läuft, ist alles vorbei. Oder du hast einen Disconnect, ja. Das ist für mich natürlich völlig einfach überragend und für viele andere wahrscheinlich auch, ja. Natürlich die, die immer performt haben bei der Weekend League, für die wäre es okay gewesen, wenn es wahrscheinlich wieder normal Food Champions wäre, aber mich freut es, dass das nur ein kleiner Mini-Anteil jetzt ist. Man sollte es trotzdem spielen, natürlich um sein Team zu verbessern und um diese Punkte zu holen, damit man eben bei den Duellen, bei den sogenannten Licensed Qualifying Events, gut performt, um sich eben für die Food Champions Cups zu qualifizieren und gleichzeitig Punkte zu ergattern. Und was gibt es Besseres, als am Schluss eine Rangliste zu haben, da steht alles hier drin, könnt ihr euch alles dann nochmal durchlesen, eine Rangliste zu haben, wo dann die Besten der Besten bei der Weltmeisterschaft vorne mitspielen. Ich bin einfach nur begeistert. Das ist die aktuelle Information, kurz und knackig für euch. Steht alles hier nochmal, schaut nach. Ich glaube, ihr seht einfach, dass ich on fire bin und ich habe ein gutes Gefühl, dass das eine sehr, sehr starke Saison werden kann für sehr viele Leute und ich hoffe auch für mich, ich werde mein Bestes geben. Ja, was sagt ihr dazu, Leute? Packt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte es euch gut rüberbringen. Ich will es nicht zu lang ziehen, deswegen mache ich hier langsam finito. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte ein dickes, fettes Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst, der Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 19 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials. In der Beschreibung findet ihr wie immer meine Social Media Kanäle. Einfach abchecken, Facebook, Twitter, Instagram, wo ich euch auf dem Laufenden halte und meinen Twitch-Kanal, wo ich streame. Und wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare und was ihr zu diesem geilen neuen System sagt. Ab 5. Oktober, das heißt ab übermorgen, kommt dann nochmal ganz genaue Details. Das steht dann hier irgendwo, dass es nochmal neue genaue Details gibt hier, 5. Oktober. Und da werden wir mal schauen, wie das ganz genau dann abläuft. Ja, more details, including Events, Dates, Datum und so weiter kommt dann alles. Ja, das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe, my friends. Tschüss. Bis dann.